So, heute wollen wir ein paar Kameras mal zeigen, die wir hier zusammen gesammelt haben. Die erste Kamera ist die Nightcore SRT7. Die hat 960 Lumen und kann maximal 308 Meter weit leuchten. Das Besondere an dieser Kamera ist, die hat keine Stufen, also so 1, 2, 3, 4, Low, High, Medium und sowas, sondern die hat so einen Ring vorne. Das hatte ich auch in meiner Beschreibung erklärt und da kann man stufenlos nach oben regeln. Ich fange mal auf der niedrigsten Stufe an. So mal. Genau. Jetzt sieht man schon hier, das ist eine relativ niedrige Stufe. Jetzt sieht man hier den Weg, die Bäume und hier noch ein Tor, wobei man das schon kaum sieht auf dieser Stufe. Jetzt drehe ich die mal ein bisschen hoch. Und langsam aber sicher. Und das ist jetzt die maximale Stufe mit 960 Lumen. Sieht man den Weg, die Bäume. Hier kann man jetzt auch das Tor deutlich besser erkennen. Also die macht schon ordentlich Licht und hat halt diesen schönen Ring, mit dem man stufenlos nach oben regeln kann. Hat einen relativ breiten Lichtstrahl oder Beam. Und ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Hat auch noch ein paar andere Funktionen. Und zwar hat sie noch ein Beacon Light, aber das braucht man, glaube ich, jetzt hier nicht zeigen. Und ein Stroboskop-Modus. Ist das der jetzt eigentlich schon? Ja, das ist er. Gut, auf der Kamera sieht man das meistens nicht so gut, weil die natürlich ein bisschen langsamer ist. Aber hier regle ich jetzt nochmal nach unten zum schwächsten Licht. Hier sieht man fast nichts mehr. So, und jetzt will ich aber nochmal kurz die farbigen LEDs zeigen. Halt's mal kurz. Genau, vielleicht. Oder kannst du die einfach mal davor halten? Dann müsste das ja eigentlich gehen. Denn die hat nämlich Rot, Grün und Blau als farbige. Es ist schon so hell, die mache ich jetzt mal an. So, das ist nämlich sehr schön. Sieht man, wenn man mal was lesen möchte draußen, dieses rote wenn LED. Wenn kein Wind ist. Wenn kein Wind ist, genau. Das Grüne. Ah, das ist eine wunderschöne Funktion und ein super tolles Licht. Gerade das Grüne gefällt mir sehr gut, hier erkennt man echt alles. Und dann hat sie noch ein blaues, das soll quasi, ich glaube, Blut und Flüssigkeiten so auf Gehwegen. Kann das, glaube ich, ganz gut darstellen. Aber zum Lesen merke ich gerade, ist das Grüne eigentlich am schönsten. Das ist echt schön. Das sieht man auch auf der Kamera toll. So, nochmal das Rote. Ja, auf der Kamera sieht man es nicht. In echt kann man damit auch sehr schön alles erkennen. Also das ist eine schöne Funktion, die viele andere Taschenlampen nicht haben. Okay, gut. Alles klar, dann mache ich mal Stopp, oder? Ja. Ganz so mittig, genau.